Ganz ehrlich, Lukas macht auf seinem Instagram einen auf Playboy des Jahrhunderts. Dabei weiß doch jeder, dass seine Familie kein Geld hat. Es geht doch nicht darum, ob jemand Geld hat. Lass ihn doch einfach sein, wie er ist. Ja, ist mir sowieso scheißegal, was er macht. Ich find's einfach nur eklig, dass ich zugelassen habe, dass so ein Bettler seine Zunge in meinen Hals stellt. Bist du wirklich so oberflächlich? Was meinst du? Ich meine, du redest über diesen Jungen, als wäre er Müll. Und der hat dir über Wochen so süße Briefe geschickt und nicht mal WhatsApp-Nachrichten oder SMS, sondern Briefe. Und das kannst du nicht mal schätzen. Und jetzt regst du dich auf, weil er dich einmal geküsst hat. Mein Gott, dann küsst du ihn doch, wenn du so auf Briefe stehst. Ich stimme auf Louis Vuitton. Du bist schrecklich. Nee, ich bin einfach nur ehrlich. Ich muss los. Wie, du musst los? Ich dachte, wir machen uns die Nägel. Das geht nicht. Ich bin in 2 Stunden wieder da. Du kannst hier bleiben, wenn du willst. Die Alte muss echt mal wieder flachgelegt werden. Viele fragen, warum ich hier zu Hause, warum ich ohne Jacke nicht mehr rausgehe, morgens nicht mehr aufstehe, verkriech mich unter meiner Decke, weil die Stimmen viel zu laut sind. Kann mich im Spiegel nicht sehen, kann mich selber nicht erkennen. Wenn ich mich selbst finden will, mein Selbstvertrauen mir weg. Nimm ab, tu das, tu dich, schaff das, verdient. Nein. Jeden Tag nur im Struggeln. Augenringe, Zweifel, sie denken, dass ich habe. Und wenn ich das große Ziel kenne, warum lauf ich nicht dahin? Warum lauf ich nicht dahin? Schau in den Spiegel und schrei. Wer bist du? 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 Nein! Nein, 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 nein! Nein! Geht doch. Wohin gehen wir? Ist egal. Wohin gehen wir jetzt? Ich hab gesagt, ist egal. Du wirst mich wegbringen, oder? Hör mal, ich kann dir eins versprechen. Du kommst nicht weg, du bleibst bei mir, okay? Okay. Komm. Was machst du da? Warum sind hier so viele Handys drin? Das geht dich nichts an. Wem gehören diese ganzen Handys? Das verstehst du nicht. Okay, dann erklär's mir. Ich kann's dir nicht erklären. Ich will dir doch nur helfen. Du kannst mir nicht helfen. Bitte geh. Mir beziehungsweise uns allen damit richtig schaden, ist schon klar, oder? Denkst du, ich habe das alles geplant? Denkst du, ich habe geplant, dass der Junge vor meiner Haustür steht? Denkst du, ich habe geplant, dass der ein Messer in seinem Rucksack hat? Ich habe bei mir zu Hause ein blutiges Messer im Kühlschrank. Du hättest es einfach direkt zur Polizei bringen sollen. Und dann was? Wir denken doch wahrscheinlich, dass einfach irgendein Kenneck. Wahrscheinlich ist noch meine DNA in dem Messer. Dann steckt nämlich ein Bau für irgendwas, was ich nicht gemacht habe. Denk doch mal nach. Irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, du lebst in einer Traumwelt oder so. Deine einzigen Probleme bestehen doch daraus, was du für ein Gucci-Gürtel anziehst. Ist dein Ernst gerade? Gerade von dir? Du sagst sowas zu mir? Dass ich keine Ahnung habe? Gerade dem Menschen, dem ich so viel geholfen habe. Du weißt, wie mein Leben war. Du weißt, was für Probleme ich hatte. Von Tag 1 bis jetzt gerade eben. Ich hatte genau diese harten Zeiten wie du. Nur weil du gerade schlechte Laune hast, nur weil du gerade große Probleme hast, willst du deine Wut an mir rauslassen? Da sollst du gerade erst recht kämpfen. Also denk mal drüber nach. Komm nicht mit so einen Sachen. Ernsthaft. Ja, ich bin's. Warte, jetzt hör mir genau zu. Ich glaube, du hast dein Handy gar nicht verloren. Kennst du noch meine Freundin, die mit mir letztens auf der Party war? Ja, genau, die Dunkelhaarige. Bruder, du glaubst nicht, was ich hier habe. Zieh dir das rein. Boah. Krass, ne? Ey. Was willst du das antatschen, oder was? Ich hab das selber angefasst, da kommen deine Fingerabdrücke drauf. Ich muss 10 Jahre polieren, damit meine Fingerabdrücke weg sind. Meinst du, das ist das Messer, womit dieser eine Typ niedergestochen wurde? Passt zumindest genau auf die Beschreibung, ne? Krass. Besser. Nicht antatschen, ja? Vielen Dank, Bruder. Alles klar. Tschüss.
Schön zu sehen. Nice, dass du da bist. Nice. Oh, was habt ihr? Bruder, zieh dir das mal rein. Oh Mann, Dicker, was ist das denn? Das ist diese Tatwaffe wahrscheinlich. Da wurde doch einer niedergestochen am Potsdamer Platz. Ich hab dir am Telefon doch von diesem Jungen erzählt. Mhm. Der hatte die in seinem Rucksack. Alter, was macht die in seinem Rucksack? Er meint, er hat irgendeinen Typ beobachtet, Blut verschmiert, zum Gebüsch gegangen, Messer ins Gebüsch geschmissen, hat er gewartet, bis er weg ist, reingegangen, Messer eingepackt, Kinder so, weißt du? Krass, das ist dein Sohn? Wie es aussieht, ist mein Sohn, ja. Hm. Wo ist der überhaupt? Oh, der pennt die ganze Zeit, ich glaube, der hat richtig viel mitgemacht. Hm. Und die Mutter, wo ist die? Ganz ehrlich, also er hat gesagt, dass sie tot ist. Keine Ahnung, der meinte irgendeine Selina, aber ich kann mich nicht an eine Selina erinnern. Das Leben kann sich so schnell drehen, doch du musst immer das Gute sehen. Du weißt. Warte mal, was für ein Gutes? Digga, er hat jetzt einen Sohn, er ist komplett am Arsch. Du Wichser. Oh, Alter. Scheiße. Ah, Jungs, wäre mega krass, wenn morgen einer von euch Zeit hat, ihn von der Schule abzuholen. Ich habe morgen einen wichtigen Termin, wäre überkrass. Hast du schon eine Schule für ihn gefunden? Meine Cousine ist Lehrerin, Bruder. Jackpot, darum, der ist jetzt in der Klasse. Jungs, also ich könnte ihn abholen. Wirklich? Ja. Ey, mies krass, danke dir, Bruder. Habibi, ich küsse dein Herz.